just say. I know people talk, but that's alright. Cause I just won't lose sight of all my dreams and my goals. I never let the hate get to my mind. It's my life, my life. It's my life, my life. It's my life, my life. So I live it up now and I swear it's nice. Yeah. Yeah, moin, liebe Leute, ich bin es wieder, der Drachenritter, hier mit einem neuen Video und ja, meine Freunde, heute hier mit dem ersten Video der Daily Upload Woche, ich hab's euch ja versprochen, Leute, und heute seht ihr im Hintergrund die World Fastest Solo Nuclear auf Infection, ist auf jeden Fall ein geiles Gameplay hier von Tune. Heute habe ich mir gedacht, ich rede mal über eine Person, die wirklich das Money am Making ist, und natürlich rede ich davon kein anderem als Tanzverbot, ja. Halt einmal. Nee, Spaß beiseite, Leute. Ja, heute reden wir nicht über die alltäglichen Probleme eines Tanzverbots, wie zum Beispiel, dass es verfickt nochmal im Rewe keinen Booster gibt. Ja, das geht gar nicht. Ja, zumindest aus Sicht Tanzverbots, ja. 2016 und ihr habt keinen Booster? Digga, in welcher Welt leben wir hier eigentlich? Also ich will mich hier mal beschweren. Wir leben hier in 2016 und hier wird kein Booster verkauft. Booster, der Energy Drink. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Lebt ihr alle hinterm Mond oder was? Aber nun gut, Leute, darauf wollen wir jetzt gar nicht weiter eingehen, denn ja, dafür gibt es schon ein ausführliches Video auf Quarky, seinen Kanal mit mir. Ich verlinke euch das Ganze mal unten in der Videobeschreibung. Das ist auf jeden Fall ein cooles Video. Könnt ihr euch mal gönnen und könnt mal den Quarky auch noch ein Like da lassen. Das Video hat fast 4000 Aufrufe. Vielleicht kriegen wir die voll. Und Leute, ja, jetzt gleich noch ein anderes Video, was ich auch mal noch so nebensächlich in diesem Video erwähnen wollte, ist, ich habe letztens, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, die World First Hexanuklear Äquivalent auf den Anonymous Clan Channel kommentiert. Ist auf jeden Fall auch ein Gameplay, was man sich mal gönnen sollte. Ich pack's euch auch mal in die Beschreibung. Und jetzt fragt ihr euch, was wird der Drachenritter jetzt zum Abschluss bringen? Zum grünen, den Abschluss, ja. Und zwar noch eine kleine Story hier so am Rande, was Kleines, was geschehen ist. Und zwar, der ein oder andere kennt von euch wahrscheinlich Knuddels, ja, die Versammlung der Pädophilen, würde ich jetzt mal so sagen. Und viele ziehen da ja auch Pädophile und der Drachenritter hat das auch einfach mal ausprobiert. Der dachte mir vielleicht so, ja, so ein Pädophilen, den kann man mal ein bisschen abzocken. Wollte ich machen, der wollte mir 150 Euro gehen, um was passiert. Mein Account wird gebannt. Danke. 150 Euro, ich hätte das Ganze sogar voll los, das habe ich mir sogar schon so ausgedacht, aber gut, der Pädophile hat jetzt Glück gehabt, ich konnte ihn nicht ziehen. Wer ein paar Pädophile ziehen will, geht auf Knuddels, aber sonst geht bitte nicht auf Knuddels. Und wenn ihr irgendjemanden kennt, der Knuddels freiwillig verwendet, um außerhalb von Pädophilenzieherei, sollte es besser lassen. Und Leute, das war's jetzt von mir, haut rein und ciao.